Wann wird die letzte Falcon 9 Mission stattfinden? Das ist die große Frage, die wir heute untersuchen werden. Mit dem bevorstehenden Einsatz von Starship könnte die Ära der Falcon 9 und Falcon Heavy bald zu Ende gehen. Doch warum genau wird Starship die Falcon 9 ersetzen? Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? Und wann genau wird diese eine letzte Falcon 9 Rakete abheben? Unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, da verrate ich dir, wann ich glaube, dass die letzte Falcon 9 Mission stattfinden wird. Lass uns direkt in die Details eintauchen. Die Evolution der Falcon-Familie. Die Lage ist etwas verstrickt. Nicht unbedingt auf eine schlechte Art, aber mir ist wichtig, dass wir die Situation verstehen und deswegen fangen wir am Anfang an. Die Falcon 9, erstmals 2010 gestartet, hat sich als äußerst zuverlässige und kostengünstige Trägerrakete erwiesen. Ihre Wiederverwendbarkeit und Anpassungsfähigkeit haben die Raumfahrtindustrie revolutioniert. Die Falcon Heavy mit ihrem beeindruckenden Schub und der Fähigkeit, schwere Nutzlasten in den Orbit zu bringen, ergänzt diese Familie perfekt. Zur Falcon Heavy habe ich übrigens eine ganz eigene Ausgabe produziert, die ich dir im Abspann dieses Videos verlinke. Die Falcon Heavy ist bisher 10-mal zum Einsatz gekommen und wird dieses Jahr nur mehr ein einziges weiteres Mal starten. Die Falcon 9 hingegen hat bisher über 350 Missionen absolviert und es kommen 2024 etwa weitere 80 dazu. Darunter Satellitenstarts, ISS-Versorgungsflüge und sogar bemannte Raumflüge. Merkt ihr das, weil das wird nachher noch einmal wichtig. Doch die Zukunft könnte anders aussehen, sobald Starship voll einsatzbereit ist. Nur der Vollständigkeit halber blende ich dir hier noch die wichtigsten technischen Eckdaten der beiden Raketen ein. Als die beiden Raketen auf den Markt kamen, bewarb sich die Falcon 9 für die gleichen Missionen wie die europäische Ariane 5 und die Atlas 5 von ULA. Seither wurde die Ariane 5 eingestellt und ihr Nachfolger, die Ariane 6, sollte Mitte 2024 in Betrieb gehen bzw. gegangen sein. ULA hat ebenfalls das Ende der Atlas 5 angekündigt und hat vor einigen Monaten ihr neues Modell Vulcan Centaur eingeführt, welches den Vorgänger nach und nach ablösen wird. Beide Nachfolgemodelle sind übrigens nur Wegwerfraketen. Zu Ariane und Vulcan Centaur habe ich eigene Videos produziert, die ich dir unten verlinke. Die Falcon Heavy konkurrierte mit der ikonischen Delta IV Heavy von ULA, welche inzwischen ihren letzten Flug hinter sich hat. Wir besprechen jetzt nicht jeden einzelnen Entwicklungsschritt, den SpaceX durchgemacht hat, um bei der heutigen Falcon 9 Block 5 Version anzukommen. Wenn dich die Details dazu interessieren, empfehle ich dir dazu das Buch Liftoff von Eric Berger. Für jetzt ist es nur wichtig, Folgendes zu wissen. SpaceX wurde 2002 gegründet und hat unter widrigsten Bedingungen eine frühe Version des Merlin-Triebwerks entwickelt, die dann nach drei gescheiterten Versuchen zwei erfolgreiche Missionen absolvierte. Schon vor dem ersten Testflug hatte Elon Musk bereits die nächste Entwicklungsstufe im Blick. Denn die SpaceX-Ingenieure haben bereits 2005, also ein Jahr vor dem ersten gescheiterten Falcon 1-Testflug, mit der Entwicklung der Falcon 9 begonnen. Als diese dann 2009 nach insgesamt 5 Missionen eingestellt wurde, nahm SpaceX Mitte 2010 die erste Falcon 9-Version in Betrieb. Während die SpaceX-Missionen langsam Fahrt aufnahmen und die Kadenz nach und nach gesteigert wurde, entwickelten sie die Fähigkeit der propulsiven Landung. Dafür haben sie mehr oder weniger 7 Versuche gebraucht. Parallel dazu wurde auch die Falcon 9 V1.0 sukzessive zur Falcon 9 V1.1, dann zur V1.2 und schließlich nach einigen weiteren Zwischenschritten hob am 11. Mai 2018 die erste Falcon 9 Block 5 mit der 54. Mission ab. Bis auf einige kleinere Modifikationen hat sich diese Version seither nicht wirklich verändert. Bevor wir weitermachen, möchte ich dir noch dieses Starship-Modell zeigen, das mit 3D-Lithografie von Studierenden der Justus-Liebig-Universität Gießen erstellt wurde. Mit dem freien Auge würde man erkennen, dass da eine Art Staubkorn liegt. Diese Aufnahmen sind nur mit einem Raster-Elektronenmikroskop möglich. Dieses Modell ist kleiner als ein Zehntel Millimeter hoch.
Das ist ungefähr so hoch, wie ein menschliches Haar dick ist. Die Jungs und Mädels, die das gemacht haben, studieren den Bachelorstudiengang Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen. Dieser Studiengang bietet eine einzigartige Kombination aus Physik, Elektrotechnik und Raumfahrt. Du kannst dir deine Schwerpunkte flexibel selbst legen und Wahlpflichtfächer wie Mikro- und Nanostrukturierung oder Maschinenbaumodule belegen, Teil einer der beiden Raketenbauvereine werden und so schon während des Studiums praktische Erfahrungen sammeln. Zum Beispiel beim Bau von Hybrid- und Flüssigtreibstoffraketen oder beim Start eines Stratosphärenballons. Also du siehst, bei diesem Studiengang gehen Theorie und Praxis Hand in Hand. Und dadurch, dass es eher ein kleinerer Studiengang ist, liegt die Anzahl der Studierenden bei 80 bis 100. Das bedeutet, dass es ein gutes Betreuungsverhältnis gibt und man gut an die Profs herankommt. Die Raumfahrt profitiert enorm von der Arbeit von SpaceX und bietet dir zukunftssichere Berufsaussichten in einem expandierenden Markt. Der Studiengang hat viele Kontakte zu wichtigen Partnern wie dem DLR, der Ariane Group und der ESA. Und Gießen selbst, eine lebendige Universitätsstadt mit einer aktiven Kneipenkultur, moderaten Wohnkosten und hervorragenden Sportmöglichkeiten. Auch ein Fachabitur reicht aus, um dich zu bewerben und einen Universitätsabschluss zu erreichen. Alle weiteren Informationen findest du auf der Webseite des Studiengangs. Und wenn du Fragen zum Studium hast, steht dir die zuständige Fachschaft PRIM gerne zur Verfügung. Links und E-Mail-Adresse findest du unten in der Videobeschreibung. Entdecke deine Möglichkeiten jetzt und gestalte die Zukunft der Raumfahrt mit an der Justus Liebig Universität Gießen im Bachelor of Science, Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen. Warum Starship die Falcon 9 ersetzen wird. Ich muss das ganz klar dazu sagen, denn für viele scheint es kontraintuitiv zu sein, dass Starship kostentechnisch jede andere Rakete unterbieten wird. Ja, auch ihr Geschwisterlein Falcon 9 und jeden Microlauncher. Starship ist so konzipiert, dass es pro Start deutlich weniger kostet als die Falcon 9. Elon Musk hat mehrfach betont, dass die Betriebskosten von Starship pro Flug bei etwa 2 Millionen US-Dollar liegen könnten, was wesentlich günstiger ist als die aktuellen Kosten der Falcon 9. Selbst wenn wir Inflation und Elons Optimismus hinzurechnen und von einem Startpreis von 20 Millionen US-Dollar ausgehen, ist das in Anbetracht der Nutzlastkapazität von 200 bis 300 Tonnen in Zukunft unglaublich günstig. Diese 20 Millionen sind übrigens das Zehnfache dessen, was SpaceX anpeilt. Und selbst bei einer Nutzlastkapazität von 200 Tonnen entspricht das einem Kilopreis von 100 US-Dollar. Das Ziel ist 10 US-Dollar pro Kilogramm. Man darf nicht vergessen, dass SpaceX mit der Falcon 9 jedes Mal eine Oberstufe samt eines Triebwerks baut und wegwirft. Das sind jedes Mal mehrere Millionen US-Dollar. Auch alle Bergungsarbeiten, also die Booster mit den Drohnenschiffen zurückholen, kosten viel Zeit und Geld. Die meisten Starship-Missionen werden keine derartigen Operationen erfordern. Im Normalfall wird der Booster zurück zur Startanlage fliegen und sollte innerhalb von einigen Stunden bereit sein für eine weitere Mission. Die einzigen Kosten, die anfallen, sind die Lizenzkosten, Personal und Treibstoff. Mit den ursprünglich angepeilten 2 Millionen sollten diese abgedeckt sein. Und noch eine Sache, die täuschen könnte, ist, dass Starship nicht unbedingt 2 Millionen US-Dollar kosten wird, wenn Starship 2 Millionen US-Dollar kosten kann. Solange es keinen Mitbewerber gibt, der diesen Preis auch wirklich erzwingt, wird SpaceX ihre Starships nur so günstig anbieten, dass sie günstiger sind als alle anderen. Genau wie sie es mit der Falcon 9 auch machen. Experten nehmen an, dass ein Falcon 9 Start samt Bergung und Wartungsarbeiten etwa 15 Millionen US-Dollar kostet. Der Listenpreis liegt allerdings aktuell nach einigen Preiserhöhungen bei etwas unter 70 Millionen US-Dollar. Eine Falcon Heavy bekommt man heutzutage schon ab schlappen 90 Millionen US-Dollar. Starship hat eine viel größere Nutzlastkapazität als die Falcon 9. Während die Falcon 9 etwa 22,8 Tonnen in den niedrigen Erdorbit oder kurz LEO transportieren kann, soll Starship anfangs um die 100 und später bis zu 300 Tonnen in den LEO bringen können.
Diese massive Kapazität ermöglicht es, mehr Nutzlasten pro Flug zu transportieren, was die Effizienz weiter steigert. Ich habe schon oft die Diskussion gesehen, dass jemand sagt, man schießt nicht mit Kanonen auf eine Fliege oder so ähnlich. Aber dabei wird oft außer Acht gelassen, dass Starship Rideshare-Missionen auf eine neue Ebene heben wird. Es gibt inzwischen zahlreiche Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, Kickstages herzustellen, die einfach an Satelliten angebracht werden können. Das bedeutet, dass zukünftige Starship-Missionen oft so aussehen werden, dass sie Dutzende oder sogar Hunderte Nutzlasten an Bord haben, die sie alle auf einmal ins All bringen. Sobald sie dort sind, übernehmen die Triebwerke der mitgebrachten Kickstages die letzten Meter zum Zielorbit. Dieses Vorgehen ist nur möglich, wenn es nicht viel kostet, eine eigene Kickstage samt Treibstoff mitzunehmen. Militärische und kommerzielle Überlegungen. Auch wenn Starship die Falcon 9 in vielerlei Hinsicht übertrifft, könnten militärische und kommerzielle Kunden auf eine Übergangsphase bestehen. Militärische Verträge wie die der US Space Force könnten verlangen, dass die Falcon 9 und Falcon Heavy für eine gewisse Zeit weiterhin verfügbar sind, um Kontinuität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Denn den Militärs ist es völlig egal, wie cool und revolutionär eine Technologie ist. Sie bestehen darauf, dass sie Zugang zum All haben. Zudem hat SpaceX Ende Juni 2024 einen Vertrag in Höhe von fast 1 Milliarde US-Dollar erhalten, der sie dazu verpflichtet, die internationale Raumstation am Ende ihrer Lebenszeit im Jahr 2030 aus dem Orbit zu holen und kontrolliert in der Atmosphäre verglühen zu lassen. Außerdem ist die Falcon 9 aktuell die einzige Möglichkeit der westlichen Welt, die ISS zu versorgen bzw. Crewflüge dahin und von dort durchzuführen. Bis dahin sollte Starliner schon in Betrieb sein. Aber SpaceX wird bis zum Schluss integraler Teil der ISS-Versorgungskette sein. SpaceX wird versuchen, die Übergangsphase so kurz wie möglich zu halten, um nicht allzu lange zwei komplett unterschiedliche Systeme betreiben zu müssen. Die Militärs werden auf eine bestimmte Anzahl an erfolgreich absolvierten Missionen bestehen, bevor sie die Pensionierung der Falcon 9 und vor allem der Falcon Heavy zulassen. Ich schätze, dass diese Zahl für Cargo bei 20 bis 30 und für bemannte Missionen irgendwo bei 50 bis 100 liegen wird. Das gleiche gilt für den Wiedereintritt der Oberstufe. SpaceX wird zahlreiche Wiedereintritte demonstrieren müssen, bevor die NASA, Space Force und Co. ihre Nutzlasten auf Starship umbuchen. Diese Übergangszeit könnte einige Jahre dauern. In meinen Augen beginnt diese Übergangszeit ab dem Moment, wo SpaceX ihre erste Ladung Starlink-Satelliten mit Starship befördert. Wenn man sich ihren Fortschritt ansieht, könnte das bereits 2025 passieren. 2025 wird auch das Jahr sein, in dem wir ungefähr 2 Dutzend Starship-Flüge sehen könnten. Einige Starlink-Missionen und einige Entwicklungsflüge für die Mondlandefähre der NASA. Denn 2026 soll ja Artemis 3 stattfinden, wo Astronauten mit einem HLS Starship auf der Mondoberfläche landen. 2026 werden bereits alle Starlink-Missionen auf Starship umgestellt sein und die Kunden werden auch sukzessive umsteigen. Die US-Behörden und Militärs werden zwar Missionen auf Starship buchen, aber weiterhin auf die Falcon 9 und Falcon Heavy Fähigkeiten bestehen, falls sich ein gröberer Fehler bei Starship auftut. Bis 2026 muss Starship theoretisch für Menschen zertifiziert werden. Zumindest für In-Space-Flüge wie die Artemis 3 Mission. Dass Menschen beim Start und beim Wiedereintritt in Starship sitzen, wird vermutlich noch weitere 2 Jahre dauern. Während die Starship-Startkadenz weiter steigen wird, werden die Falcon 9 Missionen immer mehr abnehmen und bis 2030 zu einem beinahe Stillstand kommen. Falcon 9 Missionen werden zur Rarität, wenn sie etwa 6 bis 10 Mal pro Jahr starten, um die ISS mit Cargo und Personal zu versorgen. Und jetzt kommt meine Vorhersage für die allerletzte Falcon 9 Mission, die ich mit Sicherheit streamen werde. Ich behaupte, dass die letzte Falcon 9 Mission jene sein wird, die das ISS Deorbit Vehicle ins All schießt. Ob das nun 2030 oder 2031 ist, hängt von der NASA, Roscosmos, der ESA und JAXA ab. Aber das wird mit ziemlich großer Sicherheit die allerletzte Falcon 9 Mission sein.
Damit wird eine etwa 20 Jahre lange Ära enden, aber ihr Vermächtnis wird weiterleben. Denn die Falcon-Familie hat der Welt gezeigt, dass Wiederverwendbarkeit und Innovation die Zukunft sind. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder, Patrons und alle, die Mars-Chroniken unterstützen. Ihr ermöglicht es mir, diese Videos für euch zu produzieren. Wenn auch du Mars-Chroniken unterstützen möchtest, damit wir weiter wachsen und gedeihen können, findest du alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Mein Name ist Zirwan und das war Mars-Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.